Sobald du drin bist, schleich dich runter ins Erdgeschoss und lass uns rein. Wir helfen dir dann weiter. Okay, bis gleich im Erdgeschoss. Bis gleich. Okay, wir müssen also in beiden Missionen da oben drauf. Einmal, um darüber zum Nest zu klettern und einmal, um das Ding hier zu infiltrieren. Hier hochklettern. Slice Mütze ist da übrigens noch lustig hin und her gebackt in der Zwischensequenz. Oder in dem Gespräch, war ja keine wirkliche Zwischensequenz. Oh nein! Ja, so viel Glück hat man halt nur beim ersten Versuch. Oh, jetzt hat uns auch dieser Vollidiot hier gesehen. Zum Glück kann er hier nicht hoch. Oh, fall du mal runter. Ecke warten. Aha, weiter. Hier hoch. Hier nicht rum. Doch hier rum. Hilfe. So. Warten. Und jetzt hoch. Gut, dann rein in die Luke. Toll geklettert, Sly. Du hast die Luke erreicht. Danke. So, rein in den Leuchtturm. Leuchtturm unten, um die Tür zu öffnen. Gut. Das war sicher gut. Die Holzfäller Spiele stehen bevor. Also üben schon mal Holzhacken, Eiswand klettern und Baumstammlaufen. Mit dieser Veranstaltung ehren wir die ersten Holzfäller, die uns den Weg geebnet haben. Ihnen verdanken wir die heutigen Methoden zur großflächigen Abholzung. Das war's. Wetzt schon mal eure Äxte. Ein mittlerer Nugget. Verdammte Kacke. Verdammter Mist. Verdammte Dreckszeug. Verdammter Zeug. Na egal. So, bis hierhin. Ah, weiterhin Scheinwerfer. Hilfe, Scheinwerfer. Scheinwerfer, was soll ich hier machen? Hab ich irgendwas übersehen? Dann muss ich rüberspringen. Gut. So. Hier runter, oder was? Tür entriegeln? Jawohl. Schau, die Sonne scheint nicht mehr da zu sein. Danke, Kumpel. Ich übernehme den Nordlichtsammler. Den erledige ich im Nu. So einfach ist das nicht, Murray. Ich kehre vom Kontrollcomputer aus den Stromfluss um. Und du hebst den Hauptschutzschalter hoch. Dann kann Sly die Stromleitungen raufklettern und das System von oben überlasten. Rauf, runter. Wieso gibt's hier keinen Aufzug? Okay. Also ich habe jetzt erstmal nichts zu tun, oder wie? Da soll ich die Dinger kaputt machen. Mach ich die Dinger hier kaputt. So ungefähr. So. Die ganzen Gegner sind aus irgendeinem Grund wieder da. Wieso auch immer. Kletter los, Sly! Wir können die Umkehrung nicht ewig halten! Ja, das Ding ist schwerer, als es aussieht! Ich hab keine Ahnung, wie ich das machen soll. Okay, ich hab eine Ahnung, wie ich das machen soll, aber es ist scheißen schwierig! So. Kommt hier mit. Doch, hier kommt wieder eins. Das kann doch nicht wahr sein. Das ist voll unregelmäßig. Mal kommt's da nicht. So schnell kann man doch nicht reagieren. Oh. Juhu. Lang.
Lampe. Tschüss. Tschüss, habe ich gesagt. Tschüss! Mein Gott, der stirbt einfach nicht. Ist der Arsch hier auch noch gesehen? Ist es noch schwieriger als eben? Warum auch nicht? War ja eben noch viel zu einfach. Kletter los! Dein. Wir können die Umkehrung nicht ewig halten. Hier bleiben? Ja, das Ding ist schwerer, als es aussieht. Ja. So. Und so. Jetzt bin ich hier. Also, das war noch gar nicht unser Ziel. Wo soll ich denn jetzt hin? Kommt hier überhaupt noch was? Ich so, hä? Jetzt irgendwas nicht gereiht? Achso, doch, ich bin schon da. Ha! Ich hab den Schrumpfschalter eben nicht gefunden. So! Geschafft! Der Sammler ist überlastet! Ja, das war ja wunderbar. Auftrag erledigt. Sly. So, dann können wir raus und sind wir ja perfekt wieder oben am Leuchtturm, wo wir die nächste Mission starten können. Oder sogar noch hier ganz oben, ne? Ja. Um Jean Bison in den Holzfällerspielen zu besiegen, brauchen wir die Hilfe der kanadischen Riesenadler. Sie haben ihr Nest da oben auf dem Eisberg. Stiehl eins von den Eiern und bring es zum Unterschlupf. Damit lenken wir den Schutzinstinkt des Adlers gegen Bison. Klar doch, ein Kinderspiel. Bis auf den Teil, wo ich eine halbe Meile durch eiskaltes Wasser schwimmen muss. Warum denn schwimmen? Du kannst doch gleiten. Die Ölleitungen sind zerstört und die aufgestauten Brennstoffe haben gerade Feuer gefangen. Verstehe. Der Auftrieb von den Flammen müsste mich noch höher tragen. Bleib aber unbedingt weit genug vom Feuer weg. Sonst kriegt der alte Grizzleface heute gegrillten Waschbär zum Abendessen. Hübsche Vorstellung, Bentley. Ja, hübsche Vorstellung. Dann sollten wir mal darüber gleiten. Und dann mal schön nach oben. Oh oh. Irgendwas habe ich falsch gemacht. Jetzt darüber. Gut, gut, gut. Von hier aus wieder nach oben. Aufwind, Auftrieb nutzen. Dann darüber. Und da dann wieder den Auftrieb nutzen. Juhu. Und dann darüber. Gleiti, Gleiti, Pupaiti, Schnuneiti. Ich habe gerade nichts zu kommentieren, tut mir leid. Deswegen arbeite ich gerade schon die ganze Zeit so ein bisschen Müll. Ich habe heute auch noch nichts gegessen und noch nicht viel getrunken. Vielleicht liegt es daran. Ich mache jetzt gleich, nachdem ich diese Episode hier fertig habe, auch gleich meine Aufnahmepause. So, und von hier aus sollten wir dann noch rübergleiten. Zur Insel der Adler. Pass auf die Adler auf, die sehen nicht sehr freundlich aus. Den Adlern ausweichen, ja. Was? Beim ersten bin ich doch auch so vorbeigekommen. Och ne, jetzt wieder von ganz vorne, oder was? Bah! Schubidu, wieder hier rüber, wieder den Aufwind nutzen, Sly, ab nach oben. So, nach oben, 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 nach oben und rüber. Und hier, wer hat es denn gedacht, jetzt plötzlich wieder nach oben?
Und jetzt, wo wir mal oben sind, können wir dann wieder weitergleiten. Und dann erscheint ein neuer Aufwind, der uns plötzlich wieder nach oben treibt. Und von da aus können wir dann weiter. Juhu. Und da ist dann ein neuer Auftrieb, der uns wieder nach oben bringt. Und von da aus können wir dann weitergleiten. Und plötzlich erscheint hier wie aus dem Nichts ein weiterer Auftrieb. Und ratet mal, was der tut. Natürlich, er treibt uns tatsächlich nach oben. Und von hier aus darüber zur Adlerinsel. Dem ersten Viech ausweichen. Pass auf die Adler auf, die sehen nicht sehr freundlich aus. Dem zweiten Viech ausweichen. Dem dritten Viech ausweichen. Dem vierten Viech ausweichen. Und dann rüber. Boom. Und da ist dann das Ei. Adai! Ausgezeichnet! Wenn du dieses Adlerei zum Unterschlupf bringen kannst, sind wir bereit für die Holzfällerspiele. Okay, mal bis hierhin. Und dann mal bis hierhin. Und von hier aus dann nur noch zurück! Das kann nicht dein Ernst sein. Wir dürfen nicht getroffen werden. Haben wir denn beim Adlernest gespeichert? Ja, gut. Ja, das wusste ich, dass wir nicht getroffen werden dürfen. Das war jetzt ein bisschen blöd. Ja, ist eigentlich logisch, wenn wir es dabei haben, dann dürfen wir sonst nie getroffen werden, aber naja, gut. Habe ich jetzt gerade irgendwie nicht dran gedacht. Ich habe jetzt gedacht, komm, dann lässt es sich jetzt zwei, drei mehr treffen, dafür rennst du jetzt an ihn vorbei. Da vorne war mal das Mammut. Ah. Jetzt haben wir es aber. Gute Arbeit, was ist jetzt los? Ah, gut. Auftrag erledigt, Sly. Und wir sind bereit für die Holzfällerspiele. Die Holzfällerspiele stehen bevor. Abgesehen von Murrays Studium des Holzfällerhandbuchs ist niemand von uns in der Lage, Jean Bison in seiner eigenen Disziplin zu schlagen. Also müssen wir, auch wenn es mich schmerzt, das zu sagen, betrügen. Murray, du nimmst am Holzwetthacken teil. Hol uns eine gute Punktzahl und dann lass Bison an die Reihe. Während er Holz hackt, schmuggle ich das Adlerei in seine Hose. Die fürsorglichen Eltern müssten seine Axthiebe stören. Sly, in Anbetracht deiner Kletterfähigkeiten habe ich dich für das Eisklettern eingetragen. Wir hindern Bison daran, deine Punktzahl zu schlagen, indem wir ihn mit ein paar nahen Enterleinen von der Wand ziehen. Und ich vertrete unser Team beim Stammlaufen. Mit meiner Kenntnis der Rotationsmechanik erhalten wir sicher eine hervorragende Punktzahl. Sly muss Bisons Baumstämme einfetten, sodass er keine Chance hat, mich zu schlagen. Sobald ihr Jungs bereit seid, würde ich sagen, ziehen wir los und zeigen diesen hohlköpfigen Holzfällern, woraus wir gemacht sind. Okay, Operation Canada Games kann damit nun auch in seine Endphase eintreten. Wer startet das Ganze? Bentley. Na, dann geht's los. Okay, Jungs, gehen wir runter und holen wir uns von Jean Bison die Klauen. Sly, halt dich bedeckt, wenn wir da sind. Ich will nicht, dass er dich erkennt. Okay, wieso ist leider an einem Kletterwettbewerb teilnehmen, wenn er ihn nicht erkennen soll? Verzeiht, werter Herr. Wir bescheidenen Holzfäller würden gerne an euren Holzfällerspielen teilnehmen. Ihr glaubt, ihr habt das Zeug dazu, die Clockwerk-Klauen zu gewinnen, hä? Na, teilnehmen dürft ihr natürlich, sofern ihr die Stadtgebühr zahlt.
Verbindlichsten Dank, Partner. Wir gehen dann schon mal in Startposition. Genießt euren Glauben daran, dass ihr eine Chance habt. Näher werdet ihr dem Sieg nie kommen. Dieses Jahr beginnen wir mit einem Wettholzhacken. Meinen Rekord kann zwar keiner schlagen, doch sollen sie es versuchen. Okay. Nicht schlecht, Hippo. Aber jetzt pass mal auf, wie ich diesen Stamm klein haue, ohne ins Schwitzen zu geraten. Das war ja gar nicht schlecht für den Anfang. Okay, Bentley, du bist dran. Schieb Bison das Ei unter, dann greifen die wütenden Adlereltern ihn an und bringen ihn aus dem Takt. Okay. So. Jetzt können wir nur so langsam laufen, das ist doch kacke. Ich will schneller laufen können. Hilfe. Eisscholle, komm hier rüber. Was? Wir können... Ah, wir können nicht springen. Das ist natürlich toll, dass dann sowas gesagt wird, dass man nicht springen darf. Da. Und da ist das Ei. Ah, wunderbar. Runde Nummer 1 geht an uns. Was? Checkt eure Bewertung lieber nochmal, Jungs. Ihr wolltet mir doch eigentlich eine 10 geben. Stimmt's? Okay, unentschieden. Eine Axt schwingen kann dein rosa Freund also. Mal sehen, was du mit einer senkrechten Eiswand anfängst. Hochklettern am besten. So. Ziemlich gut für einen dürren Waschbär. Jetzt zeige ich dir mal die Kunst des Wettkletterns. Harry, befestige diese Enterhaken an Bison. Mach alle drei an ihm fest. Dann kannst du ihn von der Wand ziehen. Okay, starten wir mal. Okay, das war richtig schlecht. Das war noch schlechter. Hilfe! Das kann ja nicht wahr sein. Haha, bin ich schlecht. Jetzt aber. Was? Ich bin der König des Berges! Was? Ich muss in der Zeit alle drei Hinterhaken dran machen? Ich dachte, wenn ich ihn einmal getroffen habe, fällt er wieder runter. Und ich habe dann einen Neustart oder so. Das ist ja richtig, richtig... Ach, du Kacke. So, Nummer 1. Oh, schnell. Nummer 2. Viel zu hoch. Hilfe! Zwei. Nein! Ich bin Sekunden. Der König des Berges! Boah! Da muss ja jeder Schuss sitzen in der Zeit. Da darf ich ja nicht einmal daneben schießen. Ja. Das war zwar daneben, aber getroffen. So. Das läuft ja schon besser. Jetzt haben wir ein paar mehr Versuche für den letzten. Hoffentlich. Okay, niedriger. So. Nein. So. Huh.
Scheinbar schon wieder die falschen Karten dazu. Hab ich euch von dem Jurymitglied letztes Jahr erzählt, das mir aus Versehen keine 10 Punkte gegeben hat? So, und damit steht es das zweite Mal unentschieden. Wir sind punktegleich und es gibt nur noch einen Wettkampf. Dein Pech, dass ich mir meine beste Disziplin bis zuletzt aufgespart habe. Das Stammlaufen. Okay, sieht recht einfach aus. Ich darf nur nicht ins Wasser fallen. Ja, sieht wirklich recht einfach aus. Okay. Gut. Gut. Ja. Perfekt. Schildkröte, das muss ich zugeben. Aber jetzt siehst du mal einen richtigen Baumstammläufer. Das ist verrückt. Jean Bison hat die Jury so eingeschüchtert, dass er einfach nicht verlieren kann. Du hast recht, Murray. Diese Typen müssen weg. Nur so eine Idee, aber wie wär's, wenn ich meine Wurfablenkungsmanöver starte und die Jury eine nach dem anderen in die Höhle locke? Ihr schlagt sie K.O. und zieht ihre Kleider an. Genial! Wenn wir die drei Jurymitglieder außer Gefecht setzen, können wir unsere Verkleidungen anziehen und ihren Platz einnehmen. Sly, du kannst die Jury mit deinem Wecker ablenken und in die Höhle locken. Toller Plan, Sly, aber du musst dich beeilen. Sobald Jean Bison mit dem Stammlaufen fertig ist, ist der Wettkampf vorbei. Okay. Dann brauche ich den Wecker auf R2. So. Wett, ich darf von keinem Schiff sehen werden, sich verarschen. Wie soll ich die denn in die Höhle locken, wenn ich von keinem gesehen werden darf? Ja, wir wissen, dass der da drauf springt. Wir wissen, dass ich hier vorne stehe. Kann ich mir jetzt mal angucken, ich werde ja bestimmt 6 oder 7 Mal failen. Komm schon. Ach, komm schon, ja. So ist gut. In die Höhle jetzt, verdammt! So. Das wäre Nummer 1. Jetzt kommt Nummer 2. Nummer 2. Ja. Sehr gut. Okay, nur noch ich. Nein! Nein! Oh, Sly! Kann man sich nur so bescheuert anstellen. Das reicht, sehr gut. Jetzt noch der letzte Wurf da rein. Und nein, das war scheiße geworfen. Jetzt aber da. Nein, nicht zurück! Willst du mich verarschen? Der war doch schon... Warum ging das... Oh, jetzt fall ich schon wieder ins Wasser. Das kann doch nicht wahr sein. Die ersten beiden waren so super gut und jetzt verkacke ich beim dritten, oder wie? Okay, jetzt kommen wir vorne hin, bitte. Schnell, wir haben nicht mehr viel Zeit. So. Rein da, rein da, rein da.
Ich hatte euch doch vor einer falschen Bewertung gewarnt. Moment. Ihr seid gar nicht die richtige Jury. Ihr seid dieser dürre Waschbär und seine lästigen Freunde. Tja, wenn ihr die klauen wollt, dann nehmt sie euch doch. Oh. Das hat nicht so funktioniert wie gedacht. Oh, mein Kopf! Diese Krallen haben's in sich! Sly! Murray! Wacht auf! Ja, ich bin schon wach, aber brüll nicht so rum. Mein Kopf platzt. Wer? Wo sind wir? Was ist los? Sieht aus wie der Kontrollraum vom Sägewerk. Bison muss uns hier eingesperrt haben, um uns zu verhören. Ich für meinen Teil würde gern abhauen, bevor er zurückkommt. Hier gibt's aber scheinbar keinen Ausweg. Es sei denn... Es sei denn was? Es sei denn, du passt durch dieses Loch. Ich glaube, das geht. Ich springe runter und versuche, euch von draußen zu befreien. Wenn's Ärger gibt, melde ich mich über Walkie-Talkie. Vielleicht könnt ihr mir mit diesen Kontrollknöpfen helfen. Macht ihr das? Ich versuche derweil die Stahltür aufzubrechen. Mit genug Zeit schaffe ich es vielleicht. Ich dachte, du kannst dich durch Stahl schlagen. Ach so, hochziehen, na dann. Guter Plan. Viel Glück, Bentley. Und sag Bescheid, wenn ich dir von hier oben helfen kann. Okay. Bentley, bist du okay? Ich kann dich nicht sehen, aber ich habe den Fall gehört. Mir geht's gut. Lass mich nur kurz verschlaufen. Da hol mich doch der. Ich hätte wissen müssen, dass eine mickrige Schildkröte wie du ein Rattenloch finden würde. Tja, meine Brille ist runtergefallen und ich hole sie gerade. Im Gegensatz zu dir bin ich nicht blöde. Als ihr bewusstlos wart, haben ich und meine Jungs euer Versteck durchsucht und diese Clockwerkteile gefunden. Zum Glück, denn Arpeggio hat eine Riesensumme für den ganzen Kram gelöhnt. Hab ihm die Klauen noch dazugegeben. Du hast alle Clockwerkteile verkauft? Arpeggio hat sie alle? Von einem wie dir hätte ich auch keinen Geschäftssinn erwartet. Ihr Schildkröten seid zu blöd, um einen Holzfäller von einem Holzwurm zu unterscheiden. Jetzt reicht's! Jetzt zeige ich dir mal, wie blöd wir Schildkröten wirklich sind. Sly, auf mein Kommando! Ich höre dich. Mach dich bereit, Bison. En garde! Okay, Walnuss. Gleich wirst du geknackt. Sag mir, okay. Welchen Hebel ich ziehen soll. Krillin! Sägen! Messer! Kaboom! Stämme! Sehr gut. Flammen, sehr gut. Flammen. Bitte schütz. Sägen! Ja. Sehr gut. Sägen? Schon da. Kommt her, Jungs. Schnappen wir uns diesen Halunken. Oh, Messer. Selbst der ist natürlich super schlau. Okay. Sägen! Schnapp fallen lassen! Sägen! Jetzt bringe ich gerade selbst um. Das ist aber auch schwierig gleichzeitig, diese ganzen Sachen. Aber das ist wahrscheinlich auch die Schwierigkeit dieses Sägen. Kampfes! Sägen. Ich bin schon wieder fast selbst reingerannt. Feuer! Okay. Hier lang, hier lang, hier lang. Und jetzt. Bah! Stamm fallen lassen! Bitteschön. Sägemesser! Fackel ihn ab! Schon da. Messer! Yep. Das Dynamit, Schildkröte. Okay, unser Leben ist nicht mehr so super toll. Aber jetzt sollte ich ein bisschen mehr aufpassen und dann sollte es klappen. Feuer! In Ordnung. Sägen! Lass ihn los! Hierher, Jungs. Jetzt wird getötet. Schon.
Nein, nein! Flammen! Bestätigt! Stämme! Stämme! Leben, leben! Säge! Brat ihn! Geschafft? Haha! Verdammt! Besiegt von einer vieräugigen Schildkröte? Wo gibt's denn sowas? Wieder einmal siegt Verstand über Muskelkraft. Gut gemacht, kleiner Freund. Das war spitze. Und was ist mit mir? Du hast ganz toll die Tür aufgemacht, Murray. Danke. Aufgepasst, John Bison. Arpeggios Frachtzeppelin kommt in exakt einer Minute an, um die Nordlichtbatterie abzuholen. Okay, genug Schultergeklopfe. Wenn wir die Clockwerk-Teile zurückhaben wollen, müssen wir auf diesen Zeppelin. Die Silo-Batterie ist nicht weit. Wenn wir rennen, können wir es schaffen. Genug geredet. Auf geht's! Okay, wir haben alle Teile verloren. Haben zwar Jean Bison besiegt. Mach John, der Zeppelin ist unterwegs. Aber leider hat jetzt Arpeggio alle Teile. Und Arpeggio ist ein Vogel, genauso wie Clockwerk. Ah, ich befürchte, dass anstelle von Nila er vorhat. Das Zeug. Mit dem Zeug Clockwerk wieder zu beleben. Ja, und dann Murray noch hoch und haben wir es geschafft, in die Batterie zu kommen. Huh, Auftrag erledigt. Sly, Bentley und Murray, 84% und wir sind bereit in den Eintritt in die 8. Episode. Als wir uns in die Nordlichtbatterie einschlossen, wurde es schwarz um uns. Ein paar lange Minuten saßen wir still in der Dunkelheit. Niemand wagte zu reden, aus Angst, Jean Bisons Männer könnten unser Versteck entdecken. Die Zeit schien stillzustehen, und dann spürten wir es. Wir wurden zu Arpeggios Zeppelin emporgehoben. Alles war so seltsam. Das Zielobjekt unserer Pläne war uns geraubt worden. Unsere Clockwerkteile waren weg. Als ich mich im Inneren der Batterie umsah, wusste ich, dass alle es fühlten. Niederlage. Ich war zappelig und sehnte mich nach Action. Bentley versuchte einen Sinn zu erkennen, indem er unsinnige Pläne schmiedete. Doch Murray traf es am schlimmsten. Er saß einfach so schluchzend da, während der Team-Van am Horizont entschwand. Dieser Van war sein Leben. Ich wusste, ich würde es irgendwie wieder gut machen müssen. Das war jetzt kein wirkliches Happy End. Aber eine Episode haben wir noch und, ach du Kacke, das Titelbild der 8. Episode ist tatsächlich Clockwerk. Das heißt, die schlimmsten Befürchtungen sind da. Clockwerk wird wohl wiederbelebt und wir müssen uns erneut im Kampf gegen ihn stellen. Und ich erinnere nur noch an den Kampf im ersten Teil, der war schon hart. Na, herzlichen Glückwunsch, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder in der finalen Episode. Bis dann und auf Wiedersehen.